Guten Morgen, meine Süßen. Der Vlog von gestern, der rendert gerade wieder. Oh, mein Handy. Ich muss euch einiges erzählen. Ich bin so froh, dass ich endlich die Kamera in die Hand nehmen kann. Nebenbei muss ich so ein bisschen hin und her laufen und Dinge machen. Zum einen habe ich mich ja gestern total geirrt. Die Bachelorette geht ja erst heute los. Oh, mein Handy. Ich hatte mich schon gewundert, aber ich hätte gedacht, dass irgendwie im Fernsehen... im Internet gelesen zu haben und habe dabei halt aber wahrscheinlich völlig überlesen, dass es halt aber erst dann den nächsten Tag losgeht. Nein, da kann ich dann leider nicht mehr. Ach, schade. Genau. So, das erstmal dazu. Die Bachelorette kommt also erst heute Abend. Und da weiß ich noch nicht so genau, ob ich gucken kann. Und dann hatten wir gestern einen mega genialen Livestream bei Instagram. Eigentlich könnte ich mich auch hinsetzen gehen, ich werde nämlich so ein bisschen jetzt quatschen. Hatten wir einen mega genialen Livestream auf Instagram. Es war so, 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 so toll. Vielen Dank wirklich an alle, die da waren. Und wir haben während dieses Livestreams versucht, den Männern in meinem Leben Namen zu geben, weil ich hatte gesagt, es gibt ja nicht nur, ne, das hatte ich euch erzählt, es gibt ja nicht nur einen, ich habe dann gesagt, es ist so schwierig, normalerweise würdest du von deinem Freund zum Beispiel reden oder von deinem Date vielleicht auch eventuell, aber irgendwie musste man die ja jetzt auseinanderhalten. Da hatten wir erst überlegt, ob man den Nummern gibt und habe ich gesagt, naja, nach was gehe ich denn da? Ist Nummer 1 der, der am längsten da ist oder ist Nummer 1 der, der am aktuellsten oder am interessantesten für mich ist? Dann würden sich die Nummern ja irgendwann ändern und dann kommt ihr alle durcheinander. Jemand schlug dann auch noch vor, dass ich die ja nach Automarken, also so, ist es ein Bentley oder ist es ein Ford, aber dafür käme ich zu wenig mit Automarken aus. Und schlussendlich sind wir dann, also der Mann bleibt der Mann. Dann gibt es jetzt ganz neu seit gestern den Voicer. Von dem Voicer habe ich euch im Vlog gestern auch schon erzählt. Das ist der, mit dem ich mittags eine Stunde lang Sprachnachrichten hin und her geschickt habe. Zum Voicer muss ich euch dann noch was erzählen. Und dann gibt es noch die blonde Fee. Also wir haben wirklich sehr gelacht. Wir haben sehr gefeiert. Und dann gibt es noch das heiße Teilchen der Woche. Abgekürzt HTDW. Das heiße Teilchen der Woche. Hashtag. Und das kann sich ja immer mal wieder ändern. Das heiße Teilchen der Woche, das kann sich ja immer mal wieder ändern. Aktuell ist das der Voicer. Der Voice aber wird sehr, sehr gerne Sprachnachrichten hin und her schicken. Ich mag seine Stimme wirklich sehr, 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 sehr gerne. Und es gibt nicht viele Männer, meine Erfahrung, die Sprachnachrichten hin und her schicken. Und für mich ist die Stimme aber ein sehr ausschlaggebender Punkt. Ich hatte mal einen, der einen unglaublichen Dialekt hatte und das fand ich dann doch echt schwierig. Übrigens, der Mann hat eine sehr, sehr männliche Stimme. Der Voice nicht ganz so tief, aber er hört sich an wie Matthias Schweighöfer. Achtung, der Voicer. Ich hatte meiner Freundin, kurz bevor ich den Livestream gestartet habe, eine kurze Nachricht geschickt, dass es den Voicer jetzt gibt. Und dann war sie in meinem Livestream und als sie hörte, dass ich sagte, er hört sich an wie Matthias Schweighöfer, dachte sie noch so, ich kenne auch einen, der sich so anhört. Und dann schicke ich ihr nach dem Livestream eine Sprachnachricht von ihm weiter und sie sagt so, nein, ich kenne den. Wir hatten dann noch einen sehr, sehr lustigen Abend. Ich sag doch, das ist hier so eine kleine Welt. Ja, war noch sehr, 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 sehr lustig. Und ich habe dann gestern noch sehr viel mit dem Voicer abends hin und her gevoiced und geschrieben. Und es ging jetzt auch schon weiter. Also der Voicer ist aktuell das heiße Teilchen der Woche. Mal gucken, was aus dem heißen Teilchen der Woche noch so wird. Und ich muss jetzt erstmal frühstücken. Der Fliesenleger ist auch gerade frühstücken. Der wird heute hoffentlich fertig. Der kümmert sich gerade um die Stufen. Da fehlen ja noch Stufen im Wohnzimmer. Und dann nochmal aus dem Balkon raus. Bin ich sehr gespannt, wie das noch wird. Genau, ich frühstücke jetzt aber erstmal und gucke mal, was heute noch so mit dem Voicer geht. Ach, und während ich jetzt gefühlt frühstücke, könnt ihr ja mal gucken, was ich gestern bei Rossmann gekauft habe. Also, was ich gestern bei Rossmann gekauft habe. Ich hatte ja, glaube ich, schon erzählt,
Die Bilder vom Ausflug mit meinen Großeltern habe ich in so einer Collage entwickeln lassen. Die hat ungefähr die Größe, habe ich gleich einen Rahmen dazu geholt. Das bekommt meine Oma zum Geburtstag. Dann brauchte ich neue Batterien. Und das hier habe ich für meine Schwester geholt. Meine Schwester ist Grundschullehrerin. Und bei Rossmann gibt es gerade aktuell solche Alphabetstempel. Die wollte sie gerne. Und das hier, eine Konzentrationsampel. Helfen Sie Ihren Kindern, ihre Zeit richtig einzuteilen. Ich hatte auch erst überlegt, ob das was Gutes ist. Aber Vince geht ja erst nächstes Jahr in die Schule. Und da gibt es das dann bestimmt nochmal irgendwie. Unterstützt beim Zeitmanagement. Ideal für Tests oder Hausaufgaben, einen Lernabschnitt oder TV gucken. Zeitampel mit akustischem und visuellem Signal bis zu 24 Stunden, Sekunden genau einstellbar. Finde ich richtig cool. Und wenn meine Schwester als Grundschullehrerin das gut findet, ist das vielleicht ein Tipp für euch. Dann brauchte ich neues Duschzeug für Svea. Ich habe von Isana jetzt das hier genommen, weil bei Svea muss man immer günstige Sachen nehmen, weil die hat einen unglaublichen Verschleiß. Da könnte man jetzt sagen, lass sie doch nicht alleine damit, aber ich möchte ja, dass sie selbstständig werden und da muss ich halt auch in Kauf nehmen, dass da relativ viel Duschgel bei drauf geht. Dann habe ich mir einen Hitzeschutz geholt, den hat mir eine Freundin empfohlen. Ich hatte bei Instagram mal danach gefragt, weil meine Haare ja jetzt ein bisschen länger sind. Und das heißt, die müssen jetzt auch wieder anders gepflegt werden und ich glätte die ja auch fast jeden Tag. Und sie hat gesagt, das hier ist günstig, aber sehr, sehr gut. Das ist jetzt das Hitzeschutzspray von Isana. Pflege und Schutz ohne Ausspülen. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Dann brauchte ich eine neue Bodylotion und habe mir von Isana die hier geholt. Ich stehe gerade total auf Arganöl. Sowohl im Shampoo als auch überall. Und habe mir das hier Argan- und Mandelöl geholt. Werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren. Und dann, das habt ihr ja gestern im Vlog schon gesehen, das ist diese Simply Cool, diese Textilfarbe. Wen das interessiert, der guckt bitte nochmal in den Vlog von gestern. So, ich will jetzt gleich nochmal los zum Tierarzt. Muss aber gerade noch warten, weil Manu noch was für die Kinder abholen muss. Und der Fliesenleger ist schon wieder fertig. Aber das heißt auch, ich habe gedacht, der wird heute fertig. Nein, Freitag kommt er dann das letzte machen. Ey, dann hat das 5 Tage gedauert, diesen Mini-Balkon zu fließen. Wirklich. Ich meine, ich bin ja froh, dass es gemacht wird. Aber es dauert halt einfach ewig. Und du bist halt gezwungen, immer in der Zeit auch hier zu Hause zu sein. Und kannst natürlich dich auch nicht so frei bewegen und machen und tun. Ja, nun kommt er morgen früh nochmal. Und dann Freitag früh nochmal. Ich wollte eigentlich morgen Nachmittag den Balkon fertig machen, dass der fertig ist, wenn die Kinder kommen. Jetzt mache ich das dann halt Freitag mit den Kindern zusammen. Aber ja gut, ist halt jetzt so, ne? 5 Tage für so einen Mini-Balkon. Habt ihr meinen Mini-Balkon gesehen? 5 Tage! Übrigens arbeite ich ja gerade wieder an dem neuen Audiokurs, den ihr euch sehr gewünscht habt. Also der entsteht diesmal, weil ihr da einen großen Wunsch geäußert habt, zu dem Thema was zu bekommen. Und wer meinen anderen Audiokurs noch nicht kennt, mein erster Audiokurs war zum Thema mit mehr Selbstvertrauen Mama und Frau sein, der kann mal unten in der Infobox reinschauen, da ist der immer verlinkt. Und jetzt bastle ich, wie gesagt, gerade an dem neuen und der erscheint auch noch diesen Monat und der macht mir auch großen Spaß. Das wird ein richtig gutes Ding und da recherchiere ich gerade noch was und werde dann aber auch gleich mit den Aufnahmen dafür beginnen und freue mich da immer sehr drauf, wenn ich solche Projekte umsetze. Und nebenbei voice ich mit dem Voicer. Guckt mal, wen ich abgeholt habe. Die alte Dame habe ich geholt zum Spazierengehen. Hier sieht es schon aus wie Herbst. Schlimm. Hat mich Vince letztens sogar gefragt, ob denn jetzt schon Herbst ist, weil überall die bunten Blätter liegen. Nein, Schatz. Ach, es regnet einfach viel zu wenig bei uns. Einige hatten sich so ein bisschen dafür interessiert, dass ich doch mal so ein bisschen erzählen soll. Und die wollten halt auch von meinen Erfahrungen in der Woche jetzt sehen, wie das so ist mit dem Vermissen der Kinder. Und ich muss sagen, es ist wesentlich weniger schlimm, als ich es erwartet hätte. Natürlich hat man so seine Momente. Selbstverständlich hat man die. Und heute habe ich sie ja auch kurz gesehen, weil sie was bei uns noch abholen waren, was sie brauchten. Und das war nicht so ganz einfach. Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, sie zu sehen. Vince fragte schon so, wie lange müssen wir noch beim Papa bleiben? Ich habe gesagt, nur noch 2 Tage, Schatzi.
Und das ist dann natürlich nicht einfach, aber ich hätte es wirklich wesentlich schlimmer erwartet. Also, dass es mir wesentlich schlechter gehen würde und dass es sich im Alltag noch mehr bemerkbar macht. Aber ich habe es halt dadurch, dass ich halt wirklich unglaublich viel für diese Woche auf meiner To-Do-Liste hatte, wo ich mir immer noch unsicher bin, ob ich das auch wirklich schaffen werde noch. Und halt auch wirklich sehr viel unterwegs war, mich mit Leuten getroffen habe und es einfach extrem ausgenutzt habe, dass sie halt nicht da waren, dass ich halt am späten Nachmittag nochmal raus konnte, mich mit jemandem treffen konnte, gerade auch die Abende natürlich draußen verbringen, unter Leute verbringen konnte, ich habe halt einfach die Vorteile, die mir das Ganze gebracht hat, extrem ausgelebt, sodass die Nachteile nicht so schwer gewogen haben, was nicht heißt, dass ich meine Kinder nicht schrecklich vermisse und mich wahnsinnig auf die gemeinsame Woche freue, die dann bald in 2 Tagen anfängt. Aber trotzdem war es wirklich wesentlich weniger schlimm als erwartet. Also ich kann euch da nur empfehlen, zu planen, zu überlegen, was sind denn die Dinge, die ich sonst nicht machen kann, wenn die Kinder bei mir sind. Und das dann halt wirklich ganz konkret, was machst du denn hier in dieser Woche dann zum Beispiel auch umzusetzen? Komm, ich wollte laufen. In dieser Woche dann halt auch umzusetzen. Das kann ich sehr empfehlen. Und ich habe nicht mal annähernd das, also jetzt unabhängig von meiner To-Do-Liste, habe ich nicht mal annähernd alles geschafft, was auf meiner To-Want-Liste stand. Auf dieser To-Want-Liste stand zum Beispiel auch sehr viel Yoga und Meditieren. Das habe ich bisher noch keinen einzigen Tag geschafft. Ich hoffe, ich schaffe das heute Abend noch. Also mein Plan für heute Abend ist eigentlich, wenn ich dann diesen Hund nach Hause gebracht habe und die Katzen versorgt habe und noch ein bisschen gearbeitet habe, dann halt wirklich duschen zu gehen, Yoga zu machen, zu meditieren und dann die Bachelorette zu gucken. Es sei denn, es ergibt sich noch was für heute Abend. Da bin ich ja immer offen und frei. Ich habe auch schon eine Nachricht rausgeschickt. Wir werden sehen, aber so, das ist eigentlich so der Ursprungsplan, dass ich das halt wenigstens einmal gemacht habe, zu meditieren und Yoga zu machen in der Woche. Ist eigentlich echt schlecht. Eigentlich hätte ich mir wirklich die Zeit nehmen müssen und das jeden Tag machen müssen. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Mal gucken, wie der morgige Tag so wird. Aber da steht auch schon wieder so viel an. Und guck mal bitte, wie schön das hier immer ist. Genau. Also ja, es war wirklich wesentlich weniger schlimm, als ich das erwartet hätte. Sag mal, was machst du denn hier? Was ist denn los mit dir? Genau, so. Ich kümmere mich jetzt mal weiter um dieses. Du bist ja schon kein Kind mehr, Sammy. Du bist ja schon fast so alt wie meine Oma und mein Opa. So, und genau das meinte ich. Ich habe jetzt eine Stunde Zeit, um mich zurechtzumachen und dann... Bam, bam. Also heute nichts mit Bachelorette gucken. Ich gebe heute meine eigene Bachelorette. Ich freue mich voll. Jetzt muss ich mich fertig machen und gucken, was ich anziehe. Und wir gucken also heute leider nicht die Bachelorette zusammen, meine Süßen. Ja. Ich bin ganz cool. Ich bin ganz cool.